kennen keine Rosen. Sie sind zutiefst ergriffen von der unermesslichen Schönheit einer Rose. Wenn aber Dornen ihre Haut verletzen, geschehen Dinge, die nicht geschehen dürften. Denn Elfenblut ist das Blut der Zeit. Was aber, wenn die Zeit selbst zerbricht? Wenn sie einfach endet? Wenn die Elfe der Zeit stirbt? Siehe niemals eine Elfe länger als einen Augenblick an. Du kannst sonst nicht mehr den Blick von ihr abwenden. Und sieh niemals einer Elfe im Mondlicht in die Augen. Du fällst sonst hinein und du findest nie mehr zurück. Bist du bereit? Mit dir jederzeit. Ganz gleich, was du tust, lass meine Hand nicht los. Niemals werde ich dich loslassen, Elka. Sie nimmt dich mit auf eine Reise, die alles verändern wird, weil sie alles erschüttert. Alles, alles. Kleine Rose, die Welt retten? Deine Welt ist so wunderschön, Aiki. Doch wenn sie untergeht, geht auch meine Welt unter. Als ich tot war, kam das Licht zu mir, Aiki. Unter harten Bedingungen. In unserem Film geht es um Freundschaft, Menschlichkeit, Verzweiflung, Hoffnung, Vertrauen, die wahre Liebe und unbändige Lebensfreude. Ein Lächeln kostet nur ein Lächeln und kann die Welt verändern. Es wird spannend, ergreifend, dramatisch, romantisch, humorvoll und öffnet den Blick auf das Wesentliche. Die Natur ist zerbrechlich, das zeigt auch dieser Film. Und deshalb ist es unsere verdammte Aufgabe und Pflicht, auch für unsere nachfolgenden Generationen, unsere Kinder und Kindeskinder, unsere Natur zu bewahren. Und das ist auch eine Kernaussage dieses Films. Und das finde ich besonders gut, deshalb mache ich auch gerne mit.